Ist meine Rune geräumt? Was weiß ich? Was überhaupt für eine? Ja, was, wie was? Ja, was suchst du? Meine Rune. So ein graue Platte mit gelben Schriftzeichen drauf. Also eine war in der Ortschaft drin. Habe ich eine gesehen. Ja. Ah ja, Tatsache, okay. Sigil. Mhm. Hatten wir nicht noch irgendwo, ja gut, die Treppen ganz gut eigentlich. Ach, haben wir sogar. Wundervoll. Und da sind einer mit irgendwelchen ganz komischen Potion-Effekts. Ja, den habe ich geschlagen. Das sagt halt alles. Und ich habe schon wieder keinen Cobblestone mitgenommen. Ich weiß auch gar nicht, wo der jetzt sich hinteleportiert hat, also ist das jetzt auch egal. Weil die Hühner. Oh. Ja, ist so, der steht da. Dann mache ich ihn da jetzt kaputt. Mach doch mal viel Glück. Dann weg. Der Angst vor mir oder was? Der will irgendwie zu mir, glaube ich, weil ich höre ihn jetzt schon wieder. Zwischen Bäumen ist er jetzt irgendwo. Ja. Wie bekommt man eigentlich so Nuggets aus der Forge raus? Das geht nicht. Ich würde es in den Tank reintun. Weil den Tank kann man abbauen und dann ist die Flüssigkeit nicht verloren. Aber weiß ich gar nicht, ob du einen Nugget cast? Gibt's vielleicht doch. Nee, das gibt's nicht. Du könntest allerdings, weil ich glaube, warte mal, was sind das? Nugget 4 und Millibuckets 8. Ich denke, das dürfte ein halbes Ding sein, also könntest du rein theoretisch so ein Toolrod oder so reinlegen. Also das Casting für ein Toolrod. Dann kannst du da einen draus basteln. Und die kannst du ja wieder einschmelzen, wenn es wirklich das Material braucht. Ach so, das hat nur das. Ah, ich hab gedacht, das war der halbe Stahl, den ich da noch geschmolzen habe. Ich hab gedacht, das würde ein ganzes brauchen. Jetzt brauche ich den einmal wieder. Kannst du mir den mal wieder geben, bitte? Ja, warte. Nee, da. Meine ich langsam mal genug Eisen für einen zweiten Eimer? Wir haben noch zwei Eimer. Ich kann das Eisen nicht mehr schmelzen, weil ich jetzt. Wir haben zwei Eimer. Wäre praktischer, wenn jeder einen bekommt. Das stimmt eigentlich auch wieder. Das ist so kompliziert. Ja, das Grün sieht definitiv sehr schön aus. Übrigens, das Haus baue ich auf eure Verantwortung, ne? Es hat ja keiner gemeldet. Ja, bau du nur. Wir können dich nachher immer noch hassen dafür. Genau darum geht's ja. Kann man das mit Blümchen verzieren? Und Einhörnern und so? Blümchen, ja. Einhörner wird schwierig. Wir können ein Pferd reinstellen. Wieso haben wir die Frau nochmal mitgenommen? Blümchen und Einhörner und... Ja, aber ich bezweifle, dass Motorräder, gehen oder Autos. Gibt's ja nicht. Wenn Blümchen gibt's ja. Ich weiß aber auch nicht, wer seinen Garten mit Motorrädern und Autos schmückt. So an den Baum hängen oder wie zu Ostern. So ein Biker zum Beispiel. Du hast in deinem Garten kein Motorrad stehen? Gar nicht. Ich brauche in meinem Garten kein Motorrad. Ich meine, wir haben Beton mit dem Einhorn-Motorrad. Okay, und worauf stehen denn die Blumen? Yay, danke. Boden? Gras? Erde? Bauschutt. Ich konnte jetzt für jeden einen Eimer Bauschutt, bauen. Bauschutt, ja. Wirklich, Bauschutt. Woher weiß er das? Ich spare mir das Eisen, das ist zu cool. Bitte? Für euch. Das stalkt dich. Ich bin schon genug an deinem Haus vorbeigelaufen. Ich dachte doch, es taugt dich. Natürlich nur im Affekt. Das Glas wird schon wieder weggeräumt gehabt. Nee, eigentlich grün und grün passt gut zusammen. Oder grün und cyan. Passt besser. Kann man Korn eigentlich auch braten? Also backen? Man kann es irgendwie zu Popcorn umwandeln. Würde zumindest Sinn machen. Ja. Einfach in den Ofen rein, ja, das geht. Hat das dann auch irgendwie mehr Essen? Weiß gibt es dann auch ein ganzes oder so? Theoretisch schon. Wird wahrscheinlich dann ein ganzes geben oder so. Brötchen wären halt echt mal wieder nicht schlecht. Kartoffeln gehen auch, die heilen ein Stück. Boah, da muss man auch wieder so eine Stunde dran fressen, dass man voll wird. Ja, Brot geht anderthalb, ja also. Könntest auch Spaghetti machen, das würde ja auch gehen. Weit gebaut.
also auch sehr knapp geplant. Ja. Was kommt jetzt alles in dieses Haus rein? Alles. Ja. Okay. Kisten und so weiter zum Beispiel. Oh, Kisten. Ganz davon richtig. Habt ihr ja so wenig. Ja, stimmt ja. Wie gesagt, fang auf eure Verantwortung, ist das passiert, ne? Aus Versehen. Kann man Whirlpool bauen? Whirlpool, nee. Auch natürlich. Wisst ihr zumindest nicht, wo die ganzen Bricks hingelandet. Welche Bricks? Die Seared Bricks? Die sind in Die Colored Bricks. Ah. Die hast du doch. Die sind in der Kiste ganz oben. Oder in der ganzen Kiste ganz rechts. Ganz links und ganz oben. Da, ja, hier, okay. In der Kiste ganz rechts. Wo? Das andere rechts. Melanie, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 16. 17. 4. Hier ist gelb. Eine gute Wahl. Ich bin gut. Boss, das ist jetzt gelb. Ich baue jetzt gelbe Wände hier rein, ja. Oh nee. Geh nach Hause. Nein. Doch, mach. Nicht gelbe Wände. Kann ich in grün? Warte, da muss ich irgendwie mithelfen. Moment. Muss da irgendwie mitbauen. Wenn grün ist, dann sollten die Wände auch grün sein. Ich werde in das Haus nie reingehen. Ich baue mein eigenes. Komm, wir bauen uns eigenes Haus. Das glaube ich besser. Du kannst ja Regenbogenfarben. Ich habe euch angeboten, irgendwie mitzumachen, mitzubestimmen. Ihr wolltet ja nicht. Entweder ihr habt euch mit anderen Sachen abgelenkt oder ihr habt einfach geschwiegen. Simon? Kann ich die Rückwand machen? Kann ich das Haus machen? Weiß ich, wenn alle damit einverstanden sind, von mir aus ja. Wir bauen das Haus jetzt einfach so. Jeder baut eine Wand und ein Ende. Eben, was ist deine gelbe Wand? Ich habe hier, multikulturelles Haus. Nein. Doch, ist aber gut. 4 Leute, 4 Wände. 7 Tage, 7 Köpfe und so. Vielleicht eins weiter außen, damit wir hier auch ein bisschen was drumrum haben. Bitte nicht. Was für eine Wand willst du denn bauen, Markus? Grau, schlecht. Schwarz. Dann baue ich die hier. Es wird so schön, dieses Haus. Du spielst mit deinem Leben. Gern doch. Ich hab doch jetzt, glaube ich, oft genug gesagt, das passiert auf euer Risiko und nicht auf meins. Darf ich da noch kurz hoch? Sicher. Danke. Also eigentlich gefällt mir das Haus so, ganz ehrlich. Das wird hübsch. Das wollte ich auch gerade machen. Mist, ich hab mich verbaut. Nein, wir brauchen ein Fenster. Die kann ich nachträglich einsetzen. Ich meine, bei mir. Bei dir glaube ich sowieso nicht, weil dahinter wird es dann wahrscheinlich weitergehen. Weil ich glaube, so ein Einraumhaus, naja. Ich habe auch keine pinken Steine mehr. Oh ja. Dann wird's halt nur 3 hoch. Und einen pinken Stein habe ich noch, da. Das ist aber pink, ich habe ja eigentlich Magenta. Ach, das ist Magenta, eben. Okay. Meinte ich, ja. Mach mal Cyanglas. Nee, das wird langweilig. Du sagst es. Lass dir sowas nicht einreden. Hör nicht auf sie. Hey, sie ist nicht ohne Grund hier. Eben. Nicht pinkes Haus zu bauen. Es ist ja nicht pink. Das ist nur das die Fenster werden. Das eine Fenster. Ja, das ist ja das Problem. Was hast du für ein Problem? Dich! Das bezweifle ich irgendwie. Also, ist aber so. Wieso laggt das Spiel eigentlich so unglaublich, wenn ich einen Bogen spanne? Hör auf, den Bogen zu spannen, du Spanner. Weil du ihn überspannst, Es laggt aber wirklich, sobald ich einen Bogen spanne. Krass. Dann hör auf damit. Nein, ich muss ihn trainieren. Doch. Das ist illegal, du brauchst eine Lizenz dafür. Ja. Zum Bogenspannen. Ja. Die Spannlizenz. Okay. Sieht schön aus bisher, ja. Ja. Ich will noch eine Decke. Ja, erstmal müssen die anderen beiden sich entscheiden, was für eine Wand sie haben wollen. Von mir aus kann ich die auch bauen. Und sie sagen mir nur, was wohin soll. Moment. Wenn die werten Herren zu beschäftigt sind.
Okay, ja, also musst du viel denken gerade. Wir machen hier gerade produktive Sachen. Ja, du hast vorgeschlagen, dass wir uns nicht mit einer Quest beschäftigen, sondern erstmal mit einem Haus bauen und so weiter. Hm? Also ich beschäftige mich mit einer Quest, also. Also ich hatte ja eher an Plattformen gedacht, nicht unbedingt mit Dach und Wänden. Aber wenn du ein Haus bauen willst, dann... Plattform. Gut, bauen eine Plattform. Dann wird das eben die Basis der Plattform, die wir momentan bauen. Mit einer gelben Wand. Und einer grünen. Alter. Oh Mann. Wir machen das hier erstmal noch fertig. Danach können wir weiterdenken. Ohne aber das Haus hier wird das Sanktuarium für diese ganzen unnützen Quest-Rewards. Dann hat es sogar einen Sinn. Wie wär's damit? Hm. Dann hätte es einen Sinn, ja. So als Monument. Kein Wort mehr. Trotzdem, was für eine Wand wollt ihr denn haben? Keine. Hübsche. Sollen wir Popcorn essen? Ich warne euch, entscheidet euch, sonst suche ich die aus, ja? Lass mich entscheiden. Okay, oder so. Jetzt machen wir eine gestreifte. Das ist ja was meine Farben haben. Ja, wie gesagt, eine Zahl zwischen 1 und 16 jeweils. 8 und 12. 8 und 12. Sortieren. Wir haben übrigens auch noch die Lapis-Blocks und die, die Glowstone-Bricks, ne? Die können wir auch noch verwenden. Hellgrau und 12 ist braun. Yay, das wird voll schön. Okay, aber wir wollen das ja in Bricks haben, nicht in Glas, denke ich mal, oder? Wir haben hier noch Orange und Braun. Orange und Braun haben wir. Oh. Boah, ich glaube, wir nehmen besser Weiß statt Hellbrau. Das sieht irgendwie so komisch aus. Denken wir nicht, dass wir vielleicht welche da ausleuchten sollten? Wir haben eine Plattform, die grundsätzlich von Zombies überlagert ist. Boah, nö. Beleuchtung ist überbewertet. Das, so steigt das Risiko, dass irgendwas abfackelt. Kann ja vielleicht überall Fackeln hinstellen. Wie denn eigentlich? Längs gestreift, quer gestreift, schräg gestreift? Längs rund gestreift. Längs gestreift, okay. Nein, Max, rund gestreift. Ich hab's kariert immer gemacht bei meinem. Ja, ich sehe es ja. Also, diagonal. Ihr kommt gegen meine Pfanne nicht an, Leute. Ist nicht. Die beste Verteidigungswaffe. Jetzt zurück an den Herd und so. Ja, ja. Ausleuchten wir nicht. Ah, das ist herrlich. Na, kann auch ein bisschen Brot kochen. Brot kochen, ja. Komm, eigentlich. So. Die Wand hier ist schön. Brot schön mit in einen Topf mit Wasser und ein bisschen Salz und Öl. Da das Brot rein, das wird schön. Ja. Da fehlt noch der Ketchup. Natürlich. Ja. Eine echte Küche kann nicht ohne Ketchup kommen. Er kann es auch mal reinmachen, aber das macht Fett, also. Ketchup macht nicht Fett, oder wie mit dem ganzen Zucker? Ja, hier, aber Mayo macht Fetter. Und schon mit dem Spiel ist Fett sein. Aber Ketchup ist denn hier nicht los? Warum eigentlich in der Tür fest? Weil das unglaublich lecker ist. Im Boden. Nicht in der Tür. Jetzt stirbst du. Oder auch nicht. Jetzt leckt es extrem gerade. Ja, und wie das gerade extrem leckt. Na kurz, was machst du? Scheiße. Schau mal die Konsole vielleicht, was da los ist. Auf die Pornos wieder runterzuladen hier. Das kannst du auch später machen. Hier ist ein Mädchen dabei, das ist... Also meine ist nur runtergeladen, also. Jetzt ist es, glaube ich, wieder... Someone moved wrongly. Was? Ja klar, weil irgendwas... Ich glaube, der Creeper-Kopf hat mich gerade vor die Tür gequetscht und die Tür mich dann in den Boden, was weiß ich. Unmöglich. Ich weiß, dass ich nichts essen kann, auf jeden Fall. Und dass man keine Kisten öffnet. Boah. Langsam nerven die Mobs. Ach, was du nicht sagst. Wo kommen die denn eigentlich her? Ich kapier's nicht. Ich kann den nicht mehr schlagen, meine Güte. Was haben wir noch Schönes? Hatten wir nicht noch irgendwelche Colored Planks oder so in der Richtung? Das ist richtig unorganisiert. Boah. Ich klitsche. Voll professionell. Können wir da hinten ein paar Fackeln aufstellen oder irgendwie darauf warten, dass mal. Geh mal weg. Musst du bauen die letzte Wand aus Beehive. Das ist der sinnvollste Nutzen für die Dinge, die wir haben. Okay. Aus ich Bier. Was in Ordnung. Die geben ja so die leuchten ein bisschen. Das ist super. Genau. Ja, doch nicht. Du stehst im Weg.
Was ich? Hast du mich halt abgeschossen? Oh, Leute. Ich hab grad 5 Minuten gebraucht, um eine Kiste zu öffnen, jetzt sehe ich, dass kein Zinn drin ist und das hätte ich gebraucht. Oh Mann. Das ist so eine kleine Katastrophe und danach die Bricks haben wir ja auch noch. Haha. Ja, das ist eben blau und blau. Lol, wo ich kriege Schaden? Nein, ich denke eher blau und schwarz. Frage, welches blau? Blaue blau. Zwei blau. Wieso porte ich mich die ganze Zeit eben das hin? Krieg Schaden. Von Gegnern, die gar nicht mehr existieren. Weil Pfeile in dir stecken? Kann sein, dass Sarah liegt, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Nein, ist nur, ich werde die ganze Zeit hin und her teleportiert und krieg Schaden von Viechern, die schon lange nicht mehr leben. Alter. Ich kann nichts mehr abbauen. Moment, Server Restart. Danke. Geht mal bitte alle kurz runter, ansonsten schmeiß ich euch raus. Sekunde. Geh lieber freiwillig. Diese Schande will ich mir nicht antun. Du fasst mich nicht an. Finger weg. Ja. Auch nicht schon wieder anfassen. Dabei habe ich übrigens an dich gedacht, ne? An mich? So viele unglaublich anstrengende Krankheiten, die du solltest mich lieber nicht berühren. Du hast Krankheiten? Was zum Beispiel? Ach, keine Ahnung. Ich bin immerhin Gymnasist. Ich hab Ahnung von den Sachen. Mit einem 1 Meter Wurm im Bauch? Nur 1 Meter? Ist aber geschockt. Ich hab den 1 Meter Wurm woanders. Oh. Kann bis 1,30 groß sein. Ach werden. Richtig, ich erinnere mich, Frank. Du wohnst ja aus dem Grund im Flugzeughangar. Flugzeughangar? Sagtest du mal. Dass da sonst kein Platz ist. Ach ja, genau. Wobei ich momentan glaube, das ist eher so ein Größenausgleich. Ich find's aber eher interessant, wie Frank diesen Kommentar gemacht hat und Melanie komplett ignoriert hat. Ich hab's nicht gehört. Nee, Melanie hat den komplett ignoriert einfach. Achso. Okay. Kann ich machen. Gerade du solltest sowas nicht ignorieren. Das ist immer die Person, die da irgendeinen Kommentar zu abgibt. Warte kurz. Wen hab ich ignoriert? Frank. Mich. Wer ist Frank? Er. Ich. Alter. Wer ist Frank? Kannst das Teams-Fenster nebenbei aufmachen, siehst du, wer spricht. Eben. Das bin ich. So, ist die Luft rein? So, gut aussehende Junge scheint hier zu sein. Okay, wir kommen. Es reicht, wenn ihr erscheint. Ich komme. Ich fall durch den Boden. Okay, doch nicht. Boah. Packet. Gar nichts Schlimmes. Oh, ich fall runter. Das kommt wieder. Du kommst gleich wieder. Du stehst hier nach oben. Minus 200. Minus 300. Du stehst noch minus hier 400. Oben. Soll ich dich hauen? Nein, bitte nicht. Ja, du hast Schaden gekriegt. Soll ich nochmal tun? Ja, auf minus 1000. Ach ne, er hat dich gehauen. Okay. Ich bin gerade auf Höhe minus 1300. Krieg Schaden und fall nochmal weiter runter. Das fängt sich schon wieder. Oh Mann. Ups. Ich sollte mal reloggen vielleicht. Minus 2000? Ja. Was ist, Markus? Wir haben eh keine Verwendung für die Dinger. Oh Mann. Läuft der Server bei dir auf dem PC oder läuft denn der? Ja. Ja, einen extra Root-Server kaufe ich mir dafür nicht, weißt. Ja, hätte das sein können, keine Ahnung. Okay, so Größen sind wir auch wieder nicht. Alter, dieses Skelett, ne, was hier Jumpshots macht, meine Fresse. Das sieht wunderbar aus, das passt. Ja, so farbenfroh. Jetzt brauchen wir noch Türen. Wir brauchen noch keine Türen. Doch, wir brauchen Türen. Türen sind überbewertet. Weil wir so eine unglaublich tolle Auswahl davon haben. Haben wir sogar. Mhm. Ja, ich kann nichts abbauen. Und so weiter. Ganz, ganz viele Türen. Ganz viele Hölzern. Geh nochmal eine Türenseite zurück. Was, Moment? Hier? Ja, was ist das ganz unten in das vierte von links? Wo? Die da? Ja, was soll das bitte sein? Bloodwood, die ist aus dem Nether. Warum ist da noch drin? So Krüppelding. Ist halt so. Durchgeschlagen. Genau.
voller Blut, nach Flecken. Aber also, Eukalyptus ist auch nett. Hast du so eine Klotür im Prinzip mit so einem Herzchen drin. Oh. Ja, Problem halt nur, dass die pink ist. Das ist doch kein Problem. Eukalyptus. Das gehört der Hopseed auch nett sein. Obwohl, das ist, glaube ich, die Tür, die ich eingebaut habe schon. Die Tür hier, das ist eine normale Wooden Door. Ja, aber in einer anderen Version. Ja, aber das ist kein Hopseed, was du hier hast. Naja. Nein, es laggt gerade gar nicht. Markus, was machst du nebenbei? Das war auch letztes Mal nicht so. Nicht wirklich, was ist es runter? Ich glaub's echt. Eben. Bloß langsam, aber sicher haben wir viel zu viele Maschinen für einen auf dem PC gehosteten Server. Zu viele Maschinen? Was? Also an Maschinen haben wir eine Smeltery, ein Stahlproduktionsding, drei... Ich hab derzeit einen Upload von 0,7 Megabyte und vom Provider freigegeben ist gerade mal 0,2. Ich glaube, das sollte schon ein bisschen was sagen, oder? Warum lässt du dir das viermal so viel weiter vorschreiben? Weil ich nur so viel gekauft habe. Ah ja. Er hat nicht mehr Internet. Kauf dir mehr. Kauf dir mehr Internet. Obsid haben wir leider nicht, glaube ich. Ja, Baobab. Hast du noch was von? Baobab? Das war das komische Grüne, wo du vorher mitgebaut hattest. Hatte ich nicht. Doch, ich hab... Nee, hab ich nicht. Hab ich hier wieder reingelegt. Okay. Einmal brauche ich hier zwei von. Nein, brauche ich nicht. Wir machen zwei verschiedene Türen. Haha! Ach komm. Sehr stylisch. Ja. Mach mal gucken. Mahagoni. Nee, komme ich mir halt echt gerade vor, als wäre ich im Kindergarten. Perfekt. Das soll so sein. Bauklötze wild zusammengebaut. Dann soll das sieht toll aus, oder? Ja, keine Sorge, das hört auf, wenn wir das fertig haben anscheinend. Kann man ja, dann die Tür da, so bauen. Bäh. Das ist All Dictionary. Ach, so geht das. Okay, was auch immer. Moment, Enderman, um dich kümmere ich mich gleich. Ach, natürlich kann man die Tür nicht auf Treppen setzen. Ja, das hätte ich dir auch so sagen können. Ich hab ne Axt dabei, wenn es sein muss. Nee, ist gut. Ich sitze jetzt so rum. Geil. Schau mal kurz, ich hab eben schon eine Stuckleiste an die Decke gepackt. Eine Stuckleiste? Okay. Das wird so schön. Ja. Die andere Seite kannst du in einer anderen Farbe machen. Immer weiter und vor allem die Türen gehen so. Das Haus ist einfach so. Wie die Tür mich gerade einfach festhält, ne, weil du sie aufgemacht hast, während meine Entity da drin stand. Der Enderkopf sieht albern aus. Sag mal. Irgend ein bisschen. Soll ich hier kurz aufziehen? Ich, ja.